Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Kulturbrücke Hamburg. Unser Motto ist gemeinsam leben, gemeinsam erleben. Katja Müller, Duvash Pokian, wir beide stehen an diesem wunderschönen Tag vor diesem wunderschönen Gebäude der Capital Lease GmbH. Hauptgesellschafter dieses Unternehmens ist Ian Karan und diesen Unternehmer und diesen ganz besonderen Menschen möchten wir Ihnen heute vorstellen. Ian Karan ist in Sri Lanka geboren, aber aufgewachsen ist er in England. Er gehört zu den Containerpionieren Hamburgs. Hier baute er seit 1975 zielstrebig sein Imperium auf. Die größte Freude des Kosmopoliten sind jedoch seine vier Kinder und die Liebe zu seiner Ehefrau Barbara. Weltweit ist sein Unternehmen, die Capital Lease, in zahlreichen Städten vertreten. Hamburg, London, Taipei oder Miami sind nur einige davon, die von der Zentrale in Hongkong aus gemanagt werden. Menschlichkeit ist Karans Unternehmensphilosophie. Nicht ohne Grund steht er weltweit an siebter Stelle im Containerbusiness. Im Hamburger Club Die Insel treffen wir uns mit dem erfolgreichen Unternehmer zu einer Audienz. Ja, Herr Karan, was hat Sie überhaupt nach Hamburg verschlagen und wie war Ihr Werdegang? 1970, als ich nach Hamburg kam, war ich überzeugt, dass Deutsch in Europa und in der Europäischen Union eine viel gewichtigere Rolle spielen wird, als es tatsächlich heute der Fall ist. Heute ist Englisch viel wichtiger in Brüssel als Deutsch oder sonstige Sprachen. So, die Deutschen haben sich in Europa oder im Europäischen Rat sich nicht so durchgesetzt, finde ich, wie andere Nationen wie Frankreich oder England. Dagegen, man weiß ja, jeder weiß das, haben die Deutschen am meisten bezahlt in dieser Kasse. So, mein Beweggrund nach Hamburg zu kommen war hauptsächlich die Tatsache, dass ich gedacht habe, dass die Sprache eine viel wichtige Rolle in Europa spielen wird. Mhm. Aber ich bereue das nicht, dass ich hier bin. Nein. Sehen wir ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre ja unmöglich. Und wie sind Sie überhaupt auf Containergeschäft gekommen, um diese Business zu treiben? Ja, das war an sich ein trauriger Zufall, die mich in diese Branche, die damals 1971, als ich zu dieser Branche hinkam, mich dahin gebracht hat, war eine traurige Angelegenheit. Da habe ich einen Freund verloren, der war zu der Zeitpunkt 34 Jahre alt und der arbeitete für eine amerikanische Container-Leasing-Firma. Und ich war zu der Zeitpunkt bei einem Spediteur und ich war bei der Beerdigung von meinem Freund und bei dieser Gelegenheit habe ich den Präsident von der Firma kennengelernt. Und so kam ich zu diesem Job. Zu diesem Geschäft. Hat die Rahmenbedingungen in Hamburg Ihnen die Möglichkeit, also dazu etwas beigetragen, dass Sie Ihr erfolgreiches Unternehmen dementsprechend zu danken haben? Oder hätten Sie genauso weltweit Ihr Unternehmen gründen können? Also sicherlich den Erfolg, was ich in Hamburg gehabt habe, hätte ich in meinem Land nicht haben können. 100% in Sri Lanka nicht haben können. Auf keinen Fall. Oder also woanders? Also alternativ wäre England gewesen, ja. Aber da kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen, dass der Deutsche toleranter war, ein Fremder, der fleißig ist, der aufstrebend war, zu akzeptieren, als bestimmt in England. So, ich bin sicher, dass ich will nicht jetzt alle Engländer verteufeln, ja. Um Gottes Willen. Ich habe sehr gute englische Freunde. Es gibt englische Banken, mit denen ich arbeite. Aber diese
Gesamtbild hat mir mitgetragen, Erfolg zu haben. Wo dagegen England hätte ich sicherlich viel mehr Probleme gehabt, so wie ich aussehe, den Erfolg zu haben. Wenn Sie an Tradition denken, pflegen Sie noch Tradition aus Ihrer Heimat hier in Deutschland? Sicherlich bin ich durch die Tatsache, dass ich 16 Jahre lang in Sri Lanka war, in meinem Heimatland war, bin ich schon irgendwo geprägt durch meine Kultur, sagen wir mal so. Aber England hat mich auch geprägt. Die Jahre, wo man praktisch erwachsen wird, habe ich in England verbracht. Und Deutschland hatte auch einen riesen Einfluss auf meine Denkweise. Heute merke ich, dass ich auch von Deutschland was übernommen habe. Welche Tradition pflegen Sie aus Ihrer Heimat sozusagen und welche haben Sie ganz bewusst hier übernommen? Also die einzige Tradition, was ich noch pflege, ist, dass ich gerne sri lankanisches Essen zu mir nehme. Und dadurch hat meine Familie mich verdonnert, dass ich jeden Sonntag für die koche. Das ist die einzige Tradition, die ich übernommen habe. Aber sonst weniger. Also haben Sie die Bürde auf sich genommen. Ihre Frau ist deutsch. Meine Frau ist Deutsche und also wir nennen sie zu Hause die Preußen. Bei mir ist die Welt in Ordnung. Wie? Meine Frau hat das sagen. Ach so. So wie es im Grunde in Ihrer Heimat eigentlich wäre. In meiner Heimat auch so ist, ja. Welche Mentalitätsunterschiede bestehen nach Ihrer Meinung noch zwischen den Nationen? Welche sind so gewichtig, dass Sie sagen, also da könnte es Konfliktpunkte vielleicht geben? Ich glaube, Mentalität ist meistens auch vom Klima. Salonesen oder Menschen aus Sri Lanka leben draußen. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint jeden Tag. Wir leben praktisch außerhalb unserer Häuser. Das heißt, wir sind gesellige Menschen. Man merkt schon, dass die Deutschen im Winter ganz anders aufgestellt sind als im Sommer. Herr Karin, gibt es trotz der Mentalitätsunterschiede, die Sie gerade aufgezählt haben, gibt es denn da nicht Gemeinsamkeiten auch zwischen den Kulturen? Sicherlich gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten. Ich kann das nicht alles jetzt aufzählen. Aber als Christ würde ich sagen, die Gemeinsamkeiten zwischen meiner Art zu denken und meiner Kultur und die Deutschen ist sehr, sehr ähnlich. Das hat mir auch mein Leben hier vereinfacht oder auch leichter gemacht, hier einzufügen, als wenn ich eine andere Religion hätte. Ich möchte nicht sagen, dass eine andere Religion einen anderen Weg hat, weil wir wollen ja alle das Gleiche. Ob man Moslem ist oder ob man Buddhist ist oder Hindu ist, wir wollen alle im Frieden leben, wir wollen mit Menschen menschlich umgehen. Glücklich sein. Glücklich sein. Gibt es etwas, das Sie an Hamburg besonders fasziniert? Sie sind ja nun hier, haben sich hier niedergelassen seit über 30 Jahren. Was fasziniert Sie an Hamburg? Als ich hier ankam, ohne Freunde, ohne die Sprache, hatte ich gedacht, hier würde ich nie halt. Da war ich sicher, dass ich nicht mehr als 6 Monate hier verbringen würde. Mittlerweile ist das 34 Jahre hier. Es hat natürlich eine Zeit gedauert, als Fremder hier seinen Weg zu finden. Aber wenn Sie den Weg finden, für mich wenigstens, gibt es keine bessere Stadt. Was war dieses Erlebnis, wo Sie gesagt haben, also keine 6 Monate? Was hat Sie da besonders berührt, wo Sie gesagt haben, Gott? Es war nicht kein einziges Erlebnis. Es ist die Tatsache, dass Sie eben nicht in der Lage sind, sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Sie können sich nicht integrieren, weil die Sprache fehlt. Für mich, wenn man irgendwo hinkommt, ob man in Korea ist oder China oder Japan oder Deutschland, wenn sie eine gemeinsame Sprache finden, dann ist es ganz einfach, mit Menschen zusammenzukommen. Als ich hier 1970 nach Hamburg kam, waren auch wesentlich weniger Leute, finde ich, die Englisch gesprochen haben, als heute.
heute, wenn Sie irgendwo in einem Laden sind oder auf der Straße sind, irgendjemand fragen auf Englisch, Sie haben keine Probleme. Mhm. Aber damals war das schon etwas Besonderes, Menschen zu finden, die gut Englisch konnten. Also ein ganz wichtiger Aspekt zur Integration, die gemeinsame Sprache, ein Weg zur Kommunikation sozusagen. Also Integration ist ja für mich Eingemeindung. Das heißt, man ist eingebettet in eine bestimmte Kultur, in eine bestimmte Stadt, in der Art, wie Menschen leben. Aber um das zu erreichen, müssen sie schon die Sprache beherrschen. Ob man diese Sprache perfekt spricht oder ob man sie verständigen kann, das kann man dahingestellt lassen. Ja. Weil man verlangt nicht, glaube ich, also die Deutschen sind ja in der Hinsicht sehr tolerant und sind auch froh, wenn ein Mensch versucht, sich in Deutsch auszudrücken. Da ist man schon dankbar und ist man auch bereit, in die Richtung zu bewegen, wo man dann sagt, okay, Mensch, der versucht, mit mir zu unterhalten, ich gebe auch mein Bestes. Das schlägt bestimmt eine Brücke, das ist klar. Das schlägt sicherlich die Brücke, was man im Prinzip, die Brücke zur Integration. Ich möchte nochmal von Ihnen wissen, können Sie vielleicht ganz spontan drei Dinge nennen, die Sie stören an Hamburg? Oh, es stört mich wenig Sachen in Hamburg, muss ich ganz ehrlich sagen. Drei Sachen. Also es fällt mir wirklich sehr schwer zu sagen, was mich in Hamburg stört, weil ich kann Ihnen 30 Sachen nennen, die mich in Hamburg fasziniert oder wo ich froh bin, dass ich das erleben kann. Aber was mich stört in Hamburg, was stört mich in Hamburg? Das schlechte Wetter. Meine Schwiegermutter? Aber ich glaube, die würde sie dann vielleicht auch woanders stören. Aber auch sie ist nett, das ist ja das Problem. Das schlechte Wetter. Wollen wir uns einigen? Nein, das schlechte Wetter stört mich weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es wurde ja sehr viel über das schlechte Wetter in Hamburg gesprochen. Ich habe das Glück, durch meinen Beruf um die Welt zu kommen. Und wenn ich weiß, dass Februar an sich ein ganz schwieriger Monat in Hamburg ist, wettermäßig, dann bin ich in Hongkong oder in Amerika oder sonst wo, wo vielleicht das Wetter anders ist. Wo hängt Ihr Erfolgsrezept? Was können Sie anderen empfehlen? Was können Sie sagen? Es gibt, ich glaube, kein bestimmtes Rezept als solches, um Erfolg zu haben. Erfolg ist für mich zu 50% Glück, dass Sie in der richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sind. Aber um das Glück auszunutzen, brauchen Sie schon Fundament. Und dieses Fundament besteht aus Ihrer persönlichen Ausstrahlung, Ihrer Qualifikation, Ihrer Art, mit Menschen umzugehen und Ihr Fleiß. Das gehört alles dazu. Aber all diese Dinge für mich bedeuten nur 50%. Es gibt viele Menschen, die sehr hart arbeiten, die sehr qualifiziert sind, die aber keinen Erfolg haben, weil die eben kein Glück haben. So, ich würde nie meinen Erfolg, und ich bin auch sehr dankbar, dass ich erfolgreich bin, das nur auf mein Fleiß oder meine Fähigkeiten abstellen. Mhm. Es gibt auch Glück und der liebe Gott, der den Weg zeigt. Ein sogenannten Zufall. Zufall ist weniger. Ja, das hat nichts wirklich mit Glück zu tun. Nein. Geben Sie auch in Ihrem Unternehmen Frauenchancen, voranzukommen, in bessere Positionen zu kommen? Sie haben bestimmt Kundinnen oder als Lieferant, Chefinnen. Wie verhalten Sie denn dementsprechend? Wir haben in unserer Firma ein Credo. Wir sagen, Intelligenz ist kein Monopol von bestimmter Art von Menschen, weder Männer noch Frauen, weder Schwarzen noch Weißen, weder Muslim noch Christen noch Juden noch sonst was. Mhm. Das heißt, für uns Frauen sind das Gleiche wie Männer, wie andere Nationen und was auch immer. Es geht um den bestimmten Mensch und nicht um Frauen oder um Männer. In der Firma, ich habe vier wichtige Personen. Davon eine sehr wichtige Person ist eine junge Chinesin, die leitet unser Geschäft in ganz Asien. Sie ist die Chefin von unserer Firma in Hongkong, die gleichzeitig auch unsere Finanzholding ist. Das heißt, sie bekleidet eine sehr wichtige Rolle innerhalb dieser Firma.
haben Sie ihr absichtlich die Chance gegeben oder war das ein Zufall? Ich habe sie durch meinen früheren Agent kennengelernt. Sie hat dort gearbeitet und mein Agent ist auch ein Freund von mir und der sagte mir, diese Dame hat Talent, die ist intelligent, vielleicht in deiner neuen Firma hättest du einen Job für sie. Und habe ich gesagt, okay, lass mal ausprobieren. Und sie war extrem talentiert, extrem intelligent. Und wir haben dann gesagt, um sie auch in das internationale Geschäft reinzubringen, wir wollen ihr ein MBA-Programm in Lausanne anbieten, die sie dann, was man in 2 Jahren macht, innerhalb eines Jahres abgeschlossen hat und zurückgekommen ist mit dieser ganzen Kenntnisse und uns für uns heute eine sehr, sehr wertvolle Mitarbeiterin. Die Insel hat ja, ich sag mal, eine etwas umstrittene Geschichte. So, Michael Wollenberg ist jetzt hier raus. Sie wollen dem Ganzen einen neuen Stempel aufdrücken. Wie sieht die neue Gastronomie jetzt aus? Was wollen Sie hier machen? Event-Gastronomie? Oder können Sie was zu dem Konzept sagen? Also der Insel gehört ja mein Freund Detlef Fischer, wie mein Freund Dieter Becken. Und gemeinsam haben wir gesagt, dass diese Institution Insel, was lange Jahre und lange Tradition hat, wieder zu dem alten Glanz oder das zu bieten an Hamburgern, was sie gewohnt waren von der Insel zu haben. Das heißt, ein Ort, wo jeder Mensch treffen konnte, egal ob man 20 ist oder 60 ist, egal ob das eine junge Dame, die alleine hingeht, oder eine Gruppe von Menschen, die sich amüsieren wollen. So, für uns ist es wichtig, dass die Insel ein schöner Treffpunkt für alle Arten von Menschen ist, wo die essen können, wo die an der Bar sich amüsieren können oder tanzen können. Wir können leider nicht an die alte Tradition, was die Insel wirklich praktisch die Ursprung von der Insel war, eine Art literarischer Club. Das war fragend, genau. Genau, das war ja der Ursprung von dieser Insel. Und das ist für uns als Kaufleute nicht machbar, weil wir haben nicht den Zugang zu den Literaten aus dieser Stadt. Aber wenn wir den Zugang hätten, würden wir zu gerne auch so einen Club. Auch die Literaten sozusagen wieder hier integrieren. Genau. Herr Caron, ich kann mir vorstellen, dass Sie bzw. Ihre Arbeit sehr viel Energie und Engagement erfordert. Was machen Sie denn, um fit und gesund zu bleiben? Ich bin kein Fitnessfanatiker, aber ich bin gerne Sportler. Ich spiele nach wie vor aktiv Tennis und bin jetzt seit Mai bin ich ja auch ein Golfer, was ich lange, lange Jahre abgelehnt habe. Aber jetzt merke ich, dass Golf nicht so einfach ist, wie man denkt. Ich habe erfahren, dass Sie unter anderem Mitglied im Anglo German Club sind. Anglo German Club. Genau. Was sind die Aufgaben oder Zielsetzungen dieses Clubs? Anglo German Club ist ein sehr alter Club in der englischen Tradition. Gegründet worden. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann es gegründet worden ist. Ich denke, das war so 1948, wo die Besatzungstruppen dürfen mit Deutschen nicht zusammenkommen. Und die Geschichte, die ich so weiß, hat der Kommandeur von Hamburg, das war ein Engländer, der hat gesagt, irgendwann mal müssen wir miteinander Geschäfte machen. Und wir müssen einen Platz haben, wo die Kaufleute aus England und Deutschland zusammenkommen können. So ist dieser Club entstanden, denke ich. Und es ist nach wie vor ein Ort, wo man Freunde trifft, Geschäftsfreunde trifft, wo man gut essen kann und auch interessante Menschen anhören kann. Ja. Und dürfen Frauen auch Mitglied werden oder ist das nur Männern vorbehalten? Ja. Das ist jetzt eine sehr peinliche Frage, aber da ich nicht... Deswegen komme ich darauf. Da ich nicht der Präsident von dem Club ist, sondern Herr Klaus Budelmann der Präsident ist. Es ist so, dass die Damen erst ab 16 Uhr
in den Club reinkommen dürfen, es sei denn, dass sie oben speisen wollen. Wo sehen Sie Ihre Schwächen und wo sehen Sie Ihre Stärken? Oh. zum Beispiel Selbstkritik, die Schwäche. Das ist die Schwäche. Ungeduld, sicherlich eine Schwäche. Bestimmt auch konzentrieren auf eine Sache ist eine Schwäche. Also ich glaube, jeder Mensch hat viele Schwächen. Also das könnte ein abendfüllendes Programm ich werden. Sagen. Ja. Ich glaube, das reicht schon erstmal. Genau. Stärke vielleicht. Stärke. Ich denke, ich kann mit Menschen umgehen, weil als Kaufmann muss man Menschen für sich gewinnen. Was soll die Zukunft jetzt bringen? Was möchten Sie auf jeden Fall noch tun? Oh, eine ganze Menge. Ich würde gerne zum Beispiel einen Hamburger in Wimbledon als Sieger sehen wollen. Das ist ganz sehr banale. Schön. Sehr sportlich. Ganz banale Sache. Vielleicht können wir uns mal darauf machen. Genau. Ja, also das wäre zum Beispiel ein enormer Erfolg für mich. Ich würde gerne eine Frau, wir haben über Frauen vorhin gesprochen, ich hätte gerne eine Frau als Bürgermeisterin in Hamburg sehen wollen. Ich erinnere Dorothea Stapelfeld, das war eine tolle Frau, die diese Stadt als Präsidentin von Kammer richtig gut repräsentiert hat. Warum nicht? Herr Karan, haben Sie eine Botschaft für unsere Zuschauer? Die einzige Botschaft, die ich an die Zuschauer geben kann, als ein Ausländer, der hier seinen Weg gemacht hat, der Weg ist da. Und jeder kann das finden. Jeder muss dafür was tun. Und wenn er bereit ist, den Weg zu gehen, dann bin ich überzeugt, dass jeder den Erfolg haben kann. Ob das ein Deutscher ist oder ein Ausländer ist, ob das eine Frau ist oder ein Mann ist. Jeder hat die Möglichkeit, in dieser Stadt erfolgreich zu sein. Wir haben hier eine Sitte. Jeder Gast verabschiedet sich in seiner Landessprache. Herr Karan, Sie dürfen Wandernam. Anfangen. Wandernam, das ist ja schön. Und wir verabschieden uns natürlich auch. Aber sag mal, Hurwasch, findest du nicht, dass Ian Karan ein Charmeur ist? Und wie? Aber ein Reizender. In der Tat. Das Gespräch hat wirklich Spaß gemacht. Immer wenn ich ab jetzt im Hafen stehe und die Containerschiffe vorüberziehen, werde ich garantiert nach Kapitalis-Containern Ausschau halten. Mir geht es bestimmt genauso. Alles Gute, Ian Karan.